20. Lass doch den armen Okurian in Frieden. Nein, der hat auf den Sack verdient. Hat das so einen Schicksalspunkt noch? Nee, ne? Auch ver. Doch, doch. Hat das so noch? Ja, ich glaube, in der Situation wäre der gar nicht schlecht. 18. Reicht nicht. Zwei Punkte fehlen dir. Nach Iserun mit der 17 kommt die 19 vom Quetzlinger. Ich würde vorziehen. Okay. Ich würde jedenfalls eine Magiekunde würfeln. Plus 12. Und sie ist gelungen. Dann weißt du, dass es ein Formwandler sein muss, der jetzt hier gerade wohl in einem Tempel umherspaziert. Habe ich noch eine Aktion, um es zu rufen? Ja. Dämon! War ich jetzt? Das war's? Ich kann ja wahrscheinlich nicht mehr zaubern, oder? Also jetzt nicht mehr in dieser Aktion, nicht mehr in dieser Kampfrunde. Das war ja keine freie Aktion. Also, vier Worte könntest du noch sprechen. Gestaltwandler! Tötet ihn! Sehr gut. Dann ist jetzt der Quetzlinger dran. Er verformt seine Hände in Krallen und greift. Wie viele sind wir? 1W6. 3. 1, 2, 3. Er greift Iserun an. 12. Haben die an? Die kamen an. Dann trifft er für 1W6 plus 5. Ja, das geht ja okay, sogar. Okay, das wäre eine Raupenparade, richtig? Genau. 10 TP wären das. Nee. Dann bekommst du 10 TP, Rüstung darfst du abziehen. Und der Quetzlinger ist durch, er lässt sich eine Parade offen. Rafim. Ja, zwei Angriffe. Da kommt jetzt erstmal ein Doppelschlag durch, ne? Gucken wir mal. Ja. Ich versuche mal zu parieren. Muss gerade mal gucken. Hat er eine Parade? 10 hat er. Nee. Ja, dann kriegt er jetzt erstmal schon mal zwei Treffer. Du bist nicht geweiht. Das ist richtig. Das sind einmal 5. Sind 6 sind 3. Und einmal 8 sind 4. Und der nächste. Rüstungsschutz ist 4. Du trommelst auf seine Brust. Ich habe keine Waffe. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht zaubern. Ja, ich versuche nochmal ihn zu hauen, ne? Ja. Keine Gnade. Beziehungsweise wir ziehen erst die Rüstung ab. Machen wir das so, wir ziehen erst die Rüstung ab. Rüstung ist 4. Dann machst du 8 minus 4 und einmal 5 minus 4 sind einmal 1 Schaden. Und einmal 2 Schaden. Machen wir so. Ja, dann gebe ich nochmal eine 2er Gerade mit, ne? Gucken wir mal. Oh. Ja. Kein. Ja. Warte mal, 21? Nee, hast du nicht. Was war das, eine Gerade? Ja, also mehr Damage. Ja, boom, boom, mein Junge! Sind. Nur 9? Nee, da musst du nochmal eine plus 6 draufrechnen, oder? Wieso, was für eine plus 6? Hattest du nicht eine Ja, das ist ein umgewandeltes Ding. Ach so, okay. Das heißt, du machst 9 Schaden, abzüglich 4 sind 5 und 5 halbiert sind 3. Ja, gib mir 40 Runden und ich hab den Jungen! Gut, Abel mir hat er vorgezogen, Kiaras. Drei Aktionen. Warte, stopp. Drei Aktionen habe ich noch, ja? 3, 2. Drei Aktionen. Kiaras, Schlüssel! Ja. Gut, erste Aktion, Taktik. Ich möchte allen zurufen, was sie zu tun haben und ihnen dadurch die Initiative verbessern. Ja, Kriegsrunde. Ja. Die Initiative steigt dann um. 13 Punkte, das wird jetzt auf alle verteilt. Also für jeden. Wir haben. Für jeden 2 Punkte und dann gebe ich Boltax und Iserun jeweils noch einen mehr. Ah ne, 13 Punkte. Boltax, Iserun, Abel mir jeweils noch einen mehr. Also für die beiden jeweils 3 und für Rafim und für. Also ich habe eine Initiative von 20 insofern. Nur der Rest ist schon drüber und ich glaube, er muss fair verteilen. Genau, ich muss fair verteilen. Gut. Gut, das heißt, Boltax steigt dann von der 14 auf die 15. Nee, auf die 15 plus 2 sind 17. Jalan geht auf die. Wie viel hast du gegeben? 2 oder 3? 2 für Jalan, 2 für Rafim. 18.
ich meine Rüstung eigentlich an? Iserun 19. Okay. Dann hat nur... Ja, dann rufe ich den zu, Greif die Arme! Rafim, draufhauen! Ich gehe davon aus, du hast deine Rüstung an, ja. Warum nicht? Okay. Und die zweite Aktion... gut, die möchte ich nutzen, um dann die alle an den Schlüssel zu werfen. Die Kisten sind vernagelt. Moment, die haben wir vernagelt? Wer hat das getan? Herzian. Okay, dann Schwitzkasten nehmen. Du möchtest den Dämon in den Schwitzkasten nehmen? Ich will raufen, ja. Okay. Da musst du also nicht drauf verteidigen. Spürst du diese Geweihte? Spürst du die Weihe? Spürst du die? Warum kriegst du dich selbst? Ja, dann mach mal den Ringenangriff. Moment. Das habe ich natürlich jetzt nicht eingetragen. Moment. Das Wichtigste ist endlich eingetragen. Ich fasse es nicht. Ich habe eine Attacke von 9 damit. Okay. Gut, dann nächste Kampfrunde. Wir fangen wieder an. Ich hab noch eine Aktion. In also, ich habe getroffen. Hat er nicht getroffen? Er hat ihn ja, ist okay. Dann, aber du machst keinen Schaden, oder nicht? Doch, das ist Ring. Das ist eine Attacke. Ja, aber mit dem Schwitzkasten machst du da nicht erst in den nächsten. Ja, gut, ich will ihn einfach hinten greifen mit einer Ringattacke. Ring ist ja. Warte, ist es jetzt ein Schwitzkasten oder ist es eine normale Ringattacke? Wenn es ein Schwitzkasten ist, ist er jetzt ein Schwitzkasten. Das wäre gar nicht so schlecht für uns. Dann kriegt er jetzt nämlich laufenden Schaden, aber halt erst auf dieser Runde. Na gut, ja. Dann habe ich ihn jetzt gepackt von hinten. Gut, Boltax, was willst du uns tun? Ich würde beginnen, einen Guardianen zu zaubern, da mir ja jetzt offengelegt worden ist, dass es sich dabei um einen Dämon handelt und deshalb würde ich gerne auch das Schild gegen Dämonen nutzen. Ja, weil Abel mir vorgezogen hat, ist das okay. Das sollte gelingen. Ich lege 8 ASP da rein, weil ich nicht weiß, wie stark der ist. Ruf mal 2W6. Ja. 1 und 2. 2. Er verpufft wirkungslos. Da freut er. Kostet dich trotzdem die ganz normalen AP, ASP. So, das macht ihn jetzt glücklich. Gut, verpufft er nach der ersten Aktion, also kriege ich das mit Zauberkontrolle? Nein, er verpufft wirkungslos. Ah, okay, alles klar. Das heißt, ich krieg's erst nächste Runde mit. So, also. Nächste Kampfrunde, die zweite. Wir fangen wieder von unten nach oben an, alle anderen dürfen vorziehen. Boltax. Ja, er verpufft wirkungslos. Gut, Boltax, ja, eine Aktion hast du noch. Ja, dann gucke ich ihn wahrscheinlich mit großen Augen an und entferne mich erstmal in Richtung der Kiste, um die aufzumachen. Ja, lang. Ich möchte mich einer Aktion orientieren. Findet sich im Raum entweder mein provisorischer Praios-Schrein oder ein ein Travia-Schrein? Bestimmt. Dann nehme ich mir die erstbeste Statuette oder geweihten Kerzenständer, den ich sehe, und bewaffne mich damit. Würfel mal eine Gassenwissen-Probe. Gassenwissen? Eine hier sind Gassen? Leute im Tempel. Viele Leute. Aber eine... geschafft. Und gut. Gut, dann kostet es sich nur eine Aktion-Position. Okay, gut. Dann bin ich für diese Runde durch. Achso, meine Ini steigt auf. Deine Ini steigt auf. Warte. Basis 16. Minus 16 1. 16 plus 6 plus 2. Nee, 16 2. Plus 6 minus 1 plus Keras. Genau. Damit bist du bei den Quetzlingern nächstes Mal. Oh, auch das ist schön. Ja, Iserun, 19. Boah. 3. 2. Ich fange an, ein Pentagramma zu sprechen. Ich muss mir dabei leider Zeit lassen. Das ist scheiße. Oh, ich hasse es. Soll ich jetzt schon Probe machen? Oder gerne. Erst nächste Aktion? Nee, gerne. Alles klar. Also, das wie lange dauert der? Plus 25, mit Zeit lassen plus 21. Dann sind es 40 Aktionen. Beschäftigt ihn mal. Gib mir mal 2W6. So lange ringe ich mit jetzt schon. Klar, jetzt schon. Können doch tolle Dinge mal passieren. 5. Lass mal eintragen. Kein Wirkungsvoll. Sehr geil. Ich hab leider... Oh, meine Verbindung bricht gerade ab. Ganz schlimm. Ja, schon gut. Okay, wo ist mein Pentagramma? Da ist mein Pentagramma. Dann schauen wir mal. Die Wirkung habe ich mir notiert mit der 5. Ja, das gelingt nur leider nicht. Ja, es ist halt, ne?
Dann tritt die Wirkung jetzt schon in Kraft. Wie genau ist der Pentagramma definiert? Wie genau ist der definiert? Also er befördert halt den Dämon zurück in die Niederhallen. Steht da Dämon? Vertreibung von Sphärenwesen aller Art. Aha. Wirkt allgemein gegen beschworene Wesen aus anderen Sphären, in erster Linie also gegen Geister und Dämonen. Wenn der Zauber gelingt, werden die Erscheinungen durch das Pentagramm in ihre Heimatsphäre gezogen und dadurch als derische Existenz ausgelöscht. Okay. Dann kommt jetzt die 5. Wir haben die namenlosen Tage. Mir ist völlig egal, dass er misslungen ist. Er sucht sich ein anderes Ziel. Okay. Keiner von uns ist ein Sphärenwesen. Voltax, du spürst irgendwas Ekelhaftes ziehen. Ich habe keinen, kein Elementar gebunden. Du fühlst dich plötzlich ganz, ganz leer. Okay. Oh. So, gut. Habe ich alle meine ASP verloren? Nein. Du weißt nicht, was passiert ist. Quitzlinger ist dran. Quitzlinger greift an. Ich würde vorziehen. Okay. Ein Attributo. Schnellsteigerung. Kurzverkürzversion. Plus 3 für die Schnellsteigerung und plus 3 für die Verkürzversion, also plus 6. Zwei W6. Dass ihr es immer noch nicht gelernt habt und fröhlich weiterzaubert. 2W6. Die 8. Er hat einen anderen, sichtbaren Effekt. Ja, Attribut. Aber mir kriegt richtig dicke Arme, würde ich sagen. Was wolltest du machen? Was war das für ein Attribut? Ein Attribut auf Körperkraft. Richtig dicke Arme. Ein Attribut auf Körperkraft? Dann würfel ich einfach 1W8. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann merkst du, wie du plötzlich sehr, sehr fingerfertig wirst. Das ist kein sichtbarer Effekt. Das ist mir egal. Akzeptiert. Das heißt, 4 Punkte? Ja, das, was du normalerweise jetzt auf Körperkraft bekommen hättest, bekommst du jetzt auf Fingerfertigkeit. Gut, er hätte jetzt 4 Punkte Fingerfertigkeit, wenn man das nutzt. Wenn du noch was nähen willst, hier spontan. Gut, möchte noch jemand vor den Quitzlinger vorziehen? Ja, ich will wissen, was er macht. Ja, ja, angreifen. Ja, wen? Dich. Ja, dann darf er gerne hauen. Eine Frage. Ich muss mich noch an ihn heranbewegen, wenn ich ihn attackieren möchte, oder kann ich es mit zwei Du stehst am anderen Ende an dem Schrein. Ich weiß ja nicht, wie weit das weg ist. Ja, habe ich ja gesagt, eine Aktionposition. Okay. Mach du? Ja, sprich. Ich möchte meinen Zauber abbrechen, ich habe ja Zauberkontrolle. Ja, mittlerweile hast du den, sehr gut. Wie mittlerweile? Habe ich schon lange. Okay. Ja, wenn du das merkst. Also ich meine normalerweise, nach der Hälfte der Aktion würdest du würfeln, aber es sind namenlose Tage, ich gestatte dir das. Die Wirkung ist ja trotzdem schon eingetreten. Dann habe ich noch eine Aktion, dann würde ich... ist auch kacke jetzt mit diesem... Wir nehmen den Emili. 2. Rauf. 1. Ja, ich rauf den an. Ja, sehr gut. So, wo ist mein Kampf? Ich habe den Schwitzkasten los, er bewegt sich nicht. Da ist mein Kampf. Deckel zu Kiara, so. Ha, göttergefällige 12. Gut, dann Schaden. Du bist ein magisches Wesen, ne? Ich bin ein magisches Wesen. Soll ich irgendein Plus irgendwas eintragen, oder? Nee, ganz normal. Wow, guck dir diese Scheiße an. Ja, du haust gegen die Rüstungsplatten von Okurian. Trittst du gegen Schienbein? Ich breche mir den Fingernagel ab. Ja, dann ist jetzt der Quetzlinger dran und der möchte ganz gerne Rafim angreifen. Wir sind immer noch am Schwitzkasten. Das ist richtig. Das ist so viel erschwert. Dann tue ich das trotzdem oder ich versuche es. Schafft er nicht, oder? Warte mal, 14, ne? Ich glaube, er greift auf die 14 an und nicht auf die 12. Dann hat er es geschafft. Gerade so. Nächstes Mal greife ich Kiras an, keine Sorge. Aber er kann nur Knie benutzen. 10 Punkte gegen Rafim. Ja, mein Junge, parieren wir das. Ja, pariert. Mit Eisenarmen, mein Freund. Zehn mit 5 und der Rest geht dann auf die Arme, oder wie geht das? Ich muss gerade mal schauen. Also es sind halt Krallen.
Ja, also du parierst halt waffenlos, das ist jetzt das Problem, genau. Ja, aber mit Eisenarm. Ja. Wie wirkt sich der aus? Eisenarm nicht, wenn er keine Waffe hat. Er leitet durch die Parade nur TPA anstelle von TP. Okay, das heißt, du bekommst 10 halbiert. Die Hälfte bekomme ich ja, genau. Und das bekomme ich als TP. Nee, ja, genau, als TP-Schaden. Ja, gut. Du kriegst einen Viertelschaden. Ein Viertelschaden, nicht die Hälfte. Darauf, genau. Krieg ich es auf Rüstung oder krieg ich es dann ohne Rüstung rein? Nee, 10 minus die Rüstung ja, und dann viertelt. Also wahrscheinlich kriegst du einen Schaden. Ja, komm. Also du musst erst die Rüstung abziehen und dann vierteln. Aber eins wird wahrscheinlich überbleiben, oder? Na, gucken wir mal. Linkes Bein. Das sind 6 Rüstung. Dann kriegt er 4, dann ist es geviertelt. Ja, dann krieg ich einen Schaden. Ja, immerhin. Gut, dann ja, ist der Kitzlinger. Die erste Attacke hat er, dann würde er die zweite auch gegen Kieras benutzen. Ist die auch um 4 erschwert? Ja. Und er kann nur beißen, knien oder Schwanzschlag machen. Ich weiß nicht, ob man Dämonen Schwitzkasten nimmt, aber es ist ein Quetzlinger. Es ist okay, der ist in Menschengestalt. Er trifft nicht. Er versucht, dir zu kratzen. Du kannst das Bein wegziehen. Hast den weiterhin im Schwitzkasten. Ja, wer möchte als nächstes? Ja, aber mir hat er vorgezogen. Ja, was? Echt? Achso, mach einfach. Gut, dann muss ich versuchen, ihn im Schwitzkasten zu halten. Ist jetzt um 1 erleuchtet. 13. Nee. Misslung. Dann kann er ausbrechen. Ich glaube, kann er ausbrechen, ja. Nein. Ich doch, wenn die Attacke misslingt oder die er eine Parade okay. Schafft. Eins von beiden leider. Okay, dann ist er wieder frei. Ja, dann. Ich bewege mich so schön. Attacke. Okay. Ich wandle um und versuche ihn wieder reinzunehmen, den Schwitzkasten. Okay. Mit der auf die 9 wandelst du um? Ja, dann lauf an. Ich bewege mich von hinten heran. Ich kann da dann mit improvisierten Waffen keinen Sturmangriff machen. Ja. Aber gnädigerweise ist es eine Hiebwaffe, genau mein Talent. Also rübel ich ihm richtig schön den. Krieg ich einen Bonus, weil ich von hinten angreife? Ist ein Dämon, oder? Ist ein Dämon. Also er hat zwar Augen, aber er braucht keine Augen. Also rübel ich ihm richtig schön den Fünferrückschlag von hinten rein. Das geht dann jetzt auf die 16. Nein. Und der Bestätigungswurf ist um 5 erschwert, also geht auf die 11. Wir können glücklich sein, dass geweihte Gegenstände nicht zerbrechen können, aber ich gebe dir natürlich einen Treffer. Ja, genau. Stolpern. Du verlierst die Initiative. Ich wollte sagen, ich verliere 4 Punkte. 4 Stück, ne? Es müssten 4 Punkte hin. Dann bist du wieder unter dem Quetzlinger, okay. Ja, ich mache den guten Quetzlinger nochmal einen Doppelschlag hier. Schnell eins von links, schnell eins von rechts. Genau, ja, boom, 17, boom, noch eine. Boom, boom. Auch gleich den nächsten rein, er pariert nicht. Nee, ich hab ja einmal pariert. Kann ich. Achso, ja, gut, alles klar. Dann, noch eine Aktion? Nicht mehr diese Runde. Dritte Kampfrunde. Wir fangen wieder an mit Boltax. Ich würde einen Odem Arcanum auf meinen Schlangenring machen. Um zu gucken, ob... Das ist gerade wichtig. Du hast doch keine anderen Sorgen, oder? Nein! Wolf, du zauberst schon wieder! Ja. Junge, wann lernt ihr jetzt? Dryos disapproves und liebe ihn mal hier. Ich liebe die 2v6. Dryos ist nicht mal hier und er sagt dir trotzdem, dass du ihn mal kannst. Also, 2v6. 2v6. 9. Oh. Hatten wir noch nie. Wird von einem elementar-dämonischen Nebeneffekt begleitet. Elementar oder dämonisch? Von einem elementar-dämonischen Nebeneffekt begleitet. Jetzt dann bekommst du... Was hast du gezaubert? Ein Odem Arcanum, ne? Der im Ringbrunnen Dämon, ich bin da. Deine Augen verfärben sich und zwar, du bekommst Unerzadern in deinen Augen. Für immer? Für wow. Immer. Und ihr zaubert trotzdem fröhlich weiter. Bis heißt leer. Moment, ich hab ja noch den Elementarband. Das krieg ich schon wieder raus. Bis er es lernt. Ihr seid auch die Leute, die bei... Okay. Deinem Schlangenring geht's gut. Also... Cool. Aber das ist nicht das Problem. Deine Seele. Und du kannst auch noch zaubern, ne? Also aber auch ja, das hast du natürlich gemerkt. Genau, dafür war die Probe da. Ja, gut, dafür war die Probe da. Bis die 2v6 mal eine 12 ergeben. Boltax ist durch. Wir machen weiter mit Jarlan, der wieder zurückgefallen ist mit der Initiative. Ja. Ich rübel ihn. Ich rübel ihn schön den Ich sag jetzt einen Kerzenständer über die Rübe. Ich habe eine 5er Erschwernis, also mache ich einen ganz unerschwerten Angriff, der geht auf die 16.
Also bei mir und lag. Dies ist wieder um 5 bei, Punkte. Bei mir lag merkwürdigerweise eine 15 kurz, aber ja. 20 und, ist 20. Und ihr ist wieder gesagt, um 5 erschwerer zu bestätigen. Auf der Hand. Damit nicht geschafft und damit haben wir noch einen Nagerpfad zu einer Hand. Mhm. Kravier will nicht, Waffe voll. Okay, und das Ding fliegt weg. Es prallt scheinbar von den Quetzlinger ab. Kravier ja, möchte nicht. Dann mache ich mal 2 Angriffe gegen Jarlan, weil ich da Bock drauf habe. Das kannst du. Der erste trifft, der zweite nicht. Lass knacken. 4 plus 5 sind 9. Ja, da brauche ich einen. Musst du selber würfeln. Achso, ja, stimmt ja. Quetzlinger habe ich dann schon durchgehandelt. Isarun darf sich überlegen, was sie tut. Den Schwertarm kommt nichts durch. Ja, ich hau da das Viech drauf. 19. Nee, ich hau doch nicht drauf. Wow, Freunde. Oh, auch Isaruns Faust geht als magische Waffe. Ja komm, umwandeln, zweiten Schlag direkt hinterher. Kann Mira jetzt mal langsam anschreien? Mira ist der Quetzlinger. Mira macht vermutlich hier am meisten Damage. Ja, ja. Oh, ich hab glaube ich Parade geklickt, kann das sein? Ist aber trotzdem. Ist aber trotzdem, ja, ja. Würfel nochmal eine Attacke. Nee, ist okay. Ich kann nicht zweimal hintereinander putzen. Ja, dann ist das eine 1, aber es ist nicht bestätigt. Das heißt, es ist nur die halbierte Parade, ne? Ja, das halt nichts bringt, wenn er schon pariert hat. Weil er nicht pariert, genau. Du kannst halt normal Schaden machen. Ah, warte. 1. Plus 1 durch TPKK. Ist egal, er hat einen Rüstungsschutz von 4. Ach, wieso würfel ich immer die 1? Ist das überhaupt eine echte Rüstung oder ist das einfach eine Haut? Du vermutest, es ist seine Quetzlinger-Haut, aber Ukurian von Rabenmund hat eine Rüstung an. Isarun ist fertig. Dann kommt Rafim mit der 20. Du hattest schon Doppelschlag? Nee, noch nicht in dieser Runde. Jetzt gibt's einen Doppelschlag und danach wird umgewandelt, mein Junge. Jetzt wird nochmal umgewandelt. 3. 20. Ja, nicht bestätigt. Okay. Zweimal Damage. Einmal nix. Einmal nix und einmal 1. Ja, wie viele Lebenspunkte kann der haben? Dann habt ihr schon 7 Schaden gemacht. Ja, pff, der hat 100 Lebenspunkte, das geht schon. Quetzlinger ist fertig, Rafim ist fertig. Abelmir. Ich brauche 3 Aktionen für die Attributo. Da fange ich 2 letzte Runden verbraucht und brauche diese noch eine Aktion. Gut, dann bist du jetzt unglaublich fingerfertig. Was möchtest du damit tun? Ich hätte würde einen Klammerangriff starten. Eine Raufenattacke. Ein Klammer. Ja, jetzt ist es eine Raufen- oder eine Ringattacke? Eine Ringattacke, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Er macht meinen Takt. Jetzt kommt der horasische Ringer. Sagen wir mal plus 4. Mal gucken. Weißt du was, ich gebe dir deinen Fingerfertigkeitsbonus drauf. Reicht trotzdem nicht, ne? Ja, ich gebe dir tatsächlich eine plus 4 dann auch auf die. Nee, wird nicht reichen. Wird nicht reichen, nee. Nee. Hast du Schicksalspunkt? Nein, habe ich schon ausgegeben. Dann ist das die zweite Aktion Kiaras. Ich versuche ihn zu boxen. Yay! Das ist nur ein Hauen, ne? Deine kleinen, geweihten Fäustchen trommeln auf seine Brustplatte. Ich wandle auch um. Warum kam von den 10 Schadenspunkten bei Jala nichts durch? Weil ich 5 Punkte Rüstung habe plus 4 aus der Rüstungssäule. Er ist ein Dämon, richtig? Er ist ein Dämon, ja. Ich kriege 4 gegen Dämon, 7 gegen Blackerats. Okay, aber er ist kein Blackerats-Dämon. Ich weiß, deswegen nur 4. Gut. Plus 5 macht 9. 9 Punkte Schaden, 5 Punkte Rüstung. Kommt nichts durch. Schön, dass du fragst. Ich habe mich darauf vorbereitet. Hat er 9 Punkte oder 10 Punkte gemacht? Du hast 9. Ich habe 9 verstanden. Wenn er 10 macht, habe ich einen. Ich muss gerade mal schauen. Was habe ich denn mit meinem W6? Nee, er hat 9 gemacht. Du hast recht. Schade. Gut, nächste Kampfrunde. Die vierte. Wir fangen wieder unten an bei Boltax. Ich möchte vorziehen. Ja. Und meine Waffe aufsammeln. Ja. Ja, ich ist das eine Probe? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ist egal. Versuchen, die Kiste aufzumachen. Also Kiste aufmachen. Wie? Profan? Ja, profan. Kaffee. Okay, ist vernagelt. Ja. Dann wie möchtest du das machen? Mit brutaler Kraft. Körperbeherrschung, Kraftakte, ja. Hatte ich nicht als Spezialisierung, ich würfel einfach eine normale Körperbeherrschung. Genau, ist eine ganz normale Körperbeherrschung, aber du hättest natürlich noch den Bonus kriegen können dadurch. Das ist eine gute Probe. Ja, du ziehst die ersten Nägel raus und hast so einen kleinen Riss. Also entweder noch eine Körperbeherrschungsprobe oder jetzt könnte man noch sowas wie ein Brecheisen reinlegen, aber ach, da habt ihr keins.
Ich habe noch eine Aktion. Ich habe, Moment. Ich habe hier Dämmerungssicht. Außer die ist jetzt ausgehebelt durch die Unerzadern in meinen Augen. Nein, ist hier nicht. Gut. Sehe ich mein Dolch, entweder mein Bernsteindolch oder mein anderen Dolch, mein Vulkanglasdolch. Der leuchtet dann am kranken Gelb. Okay, aber ich kann ihn... Du kannst ihn sehen. Aber ich kann ihn noch nicht rausnehmen. Nein. Okay, dann muss ich noch eine Körperbeherrschungsprobe machen. Genau, nächste Kampfrunde. Vielleicht hilft dir jemand. Ich möchte richtig. Ja, ich habe noch eine Aktion. Kann ich die machen? Ich möchte die vorziehen. Du bist jetzt ich dran. Ich möchte ihn zur Seite springen. Und den Kerzenständer als Brecheisen verwenden. Okay, ist eine nette Probe. Der Quetzlinger zieht vor. Er gibt dir erstmal einen Passierschlag. Nämlich, er schwert um. Er haut dich erst zweimal. Ja. Beziehungsweise, ja doch, er haut dich zweimal. Oh, ist das geil. Treffer. Bestätige das mal kurz. Ist nicht bestätigt. Nicht bestätigt. Schade. Dann kriegst du... Ja, ich glaube, die 1 plus 5 sind 6, das ist egal, aber die 10 TP, die kannst 10, du... 10, je nach Zone, nämlich in den Kopf, da krieg ich sogar 2. Mhm. Also das hier ist irgendwie so ein 2-Schadenspunkte-Duell, oder? Ja, irgendwie auf beiden Seiten. Und dann kriegst du noch einen, wenn du jetzt wegläufst, kriegst du noch einen Passierschlag, ja. Wie viel auch immer, TP, das Ding. Trifft er nicht.